In diesem Video behandle ich mit dir die Frage, sind Coaches und Dienstleister, die viel Geld für ihre Dienstleistung nehmen, sind das Betrüger oder nicht? Bist du und ich ein Betrüger, wenn wir viel Geld für unsere Dienstleistung nehmen? Darüber erzähle ich dir gleich eine sehr geniale Geschichte. Ich verspreche dir, du wirst diese Geschichte lieben und die Geschichte wird dich lehren, was ist eigentlich deine Dienstleistung wirklich für andere Menschen wert? Erstens, was ist deine Dienstleistung wirklich für andere Menschen wert? Zweitens, wie kannst du den richtigen Preis für deine Dienstleistung bestimmen? Und drittens, solltest du ab jetzt nach Stundenlohn arbeiten oder nach etwas anderem, was du in dieser Geschichte, die ich dir gleich erzählen werde, entdecken wirst? Und am Ende der Geschichte weißt du, bist du ein Betrüger und bin ich ein Betrüger oder nicht, wenn wir viel Geld für unsere Dienstleistung nehmen. Lass uns loslegen, hier kommt die Geschichte. Eines Tages blieben in einer Fabrikhalle die Maschinen, die dafür verantwortlich waren, Hunderte, Tausende, Millionen Zeitungen und Zeitschriften herauszuspucken. Diese Maschinen blieben in dieser Produktionshalle stehen. Und der Chef und die Ingenieure und die Facharbeiter kamen und machten sich sofort ans Werk, diese Maschinen zu reparieren. Denn, wie schon gesagt, diese Maschinen waren verantwortlich dafür, Millionen von Zeitungen und Zeitschriften herzustellen. Also, es lag auch viel auf dem Spiel. Viel Geld und viel Umsatz. Der Chef machte sich Sorgen, die Ingenieure ebenfalls und die Mechaniker waren dran und drauf, den Fehler zu finden, den Fehler zu suchen und keiner hatte eine Ahnung. Weder die Ingenieure noch die Mechaniker, sie suchten und suchten und suchten. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, sie fanden den Fehler nicht. Bis Feierabend, sie fanden den Fehler nicht. Der Chef machte sich große Sorgen. Er war des Abends mit seiner Frau zu einem schönen Abend verabredet, aber ich kann dir sagen, er war gar nicht bei der Sache. Zum ersten Mal war er gar nicht bei der Sache, sondern die ganze Zeit war er mit seinen Sorgen. Werden meine Ingenieure, die jetzt die ganze Nacht immer noch Nachtschicht schieben und meine Mechaniker, die ganze Nacht auch noch mit ihnen Nachtschicht schieben, werden sie den Fehler finden? Werden diese Maschinen wieder in Produktion gehen? Es stehen Millionen auf dem Spiel. Was soll ich nur tun? Ich kann dir sagen, der Abend mit seiner Frau war gelaufen. Der hatte überhaupt keinen Sinn für Liebe, für Liebesspiel, für ein gutes Essen. Nein, er war mit seinen Gedanken nur in seiner Fabrik. Und mit in der Nacht rief er ständig seine Ingenieure an, er rief seine Mechaniker an und habt ihr den Fehler gefunden? Macht weiter, ihr müsst den Fehler finden. Nada, nix. Am nächsten Tag kam der Chef zur Arbeit. Unausgeschlafen, ungebügelt, Haare zerzaust, kam er und überlegte und überlegte und überlegte. Und da fiel ihm ein, es gab einen alten Meister, der war schon seit 10 Jahren in Pension gegangen und dieser Meister war so gewieft, war so schlau und in seiner Karriere gab es kein einziges Problem, was er niemals bewältigt hatte. Er kannte alle Maschinen, auch obgleich die Maschinen seit 10 Jahren ausgewechselt waren und sie waren jetzt moderne Maschinen und arbeiteten mit Computer. Der Chef dachte daran, wenn es einen Menschen gibt, der vielleicht diesen Fehler finden kann, dann ist es dieser Meister. Also ließ er diesen Meister suchen und finden. Und wo fand man ihn? Er hatte sich an einem wunderschönen See im Wald eine Hütte gekauft und lebte dort in seiner Pension und war gerade am See, hatte 2, 3 Angelruten im Wasser und saß unter einem Baum, genoss den sonnigen Tag unter einem schattigen Baum und guckte auf seine Angelruten und auf den See. Und da kamen die Arbeiter des Fabriks und sagten, hey, was sitzt du hier? Die Maschinen sind alle kaputt, du musst kommen und sie reparieren. Also griffen sie den alten Meister, ob er wollte oder nicht, brachten ihn in die Fabrik. Alle waren ganz gespannt, als der Meister kam,
Der Meister schaute sich die Maschinen an und hörte die Stille dieser Fabrik, die ihm gar nicht gefiel, denn er war an ein anderes Geräusch gewöhnt. Das Geräusch, wie die Maschinen Zeitungen und Zeitschriften produzieren. Daran war er gewöhnt und er wusste, wie man dieses Geräusch wiederherstellt. Alle standen um die Hauptmaschine herum und der Meister ging gemütlich um diese große Hauptmaschine herum, hin und her und hin und her, guckte sich hier, guckte sich da etwas an und ab und zu stellte er den Ingenieuren und den Mechanikern eine Frage. Nach ungefähr 10-15 Minuten hatte er wohl einen Einfall. Er ging zu seiner Tasche, griff in seine Werkzeugtasche und holte eine Kreide heraus. Die Kreide nahm er und malte an einer ganz bestimmten Stelle einen großen Kreis herum auf die Maschine. Und dann ging er wieder zurück zu seinem Werkzeugkasten, nahm einen großen Gummihammer und ging zu der Maschine und in der Mitte des Kreises schlug er dreimal drauf. Eins, zwei, boah! Und beim dritten Mal fing die Maschine an zu springen und hustete und lief zwar, aber lief nicht rund. Und alle, die zum ersten Mal seit 2 Tagen die Maschine wieder hörten, jubelten. Und der Meister sagte, gemach, gemach, Moment mal. Holte die ganzen Ingenieure, holte die Mechaniker und sagte denen, welche kleinen Türen sie aufmachen müssen, welche Schrauben sie aufmachen müssen, welche Teile sie auswechseln müssen und so weiter und so fort. Und innerhalb von keine 30 Minuten war die Maschine repariert und man hörte dieses wunderschöne Geräusch der Produktion von Zeitungen und Zeitschriften. Klack, 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 klack. Der Chef, der war überglücklich, kam zu seinem alten Meister, umarmte ihn und wollte ihn küssen und sagte, lieber nicht, lieber küsse ich heute Nacht meine Frau. Voller Glück, du hast mich gerettet, schreib mir deine Rechnung und wenn du willst, schreib ein bisschen mehr drauf. Du hast mich gerettet, vielen Dank. Und der Meister antwortet, die Rechnung ist ganz einfach. Die Reparatur kostet dich 20.000 Euro. Und der Chef, der gerade dabei war, fast schon zu seiner Frau zurückzugehen, drehte sich um und glaubte seine Ohren nicht und sagte, 20.000 Euro? Du warst gerade mal weniger als eine Stunde hier. Und das Material schien auch nicht so teuer zu sein. Wie kostet diese Reparatur 20.000 Euro? Und der alte Meister antwortet, ganz einfach. Das Material kostet wahrlich gar nicht so viel, wie du gesagt hast. Diese Kreide, das stelle ich dir für einen einzigen Euro in Rechnung. Und die restlichen 19.999 Euro stelle ich dir in Rechnung für den einzigen Menschen, der in der Lage war, deine Maschinen zu reparieren. Denn wenn diese Maschinen nicht in Gang gekommen wären, wie viele Tausende und Hunderttausende und vielleicht Millionen hättest du verloren, wenn diese Maschinen nicht in Gang gekommen wären? Und der Chef guckte. Wie viele Mitarbeiter hättest du bald verloren? Und der Chef guckte. Wie viele Aufträge hättest du bald verloren? Und der Chef guckte. Wie viele wollte der alte Meister noch weiterzählen? Und der Chef sagte, okay, 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 das reicht. Du bekommst von mir 20.000 Euro für diese großartige Reparatur. Ich freue mich auf deine Rechnung. Nun weißt du, meine Liebe, mein Lieber, warum du so viel Geld für deine Dienstleistung nehmen kannst. Nun weißt du auch, warum du niemals nach Stundenlohn arbeiten solltest, sondern du sollst immer das Geld für den Wert verlangen, den du in der Lage bist, im Leben anderer Menschen zu stiften. Denn dein Talent, deine Fähigkeit, dein Skill, deine Dienstleistung, die du verkaufst, ist viel, viel mehr wert, als du denkst. Es ist viel mehr wert im Leben bestimmter Menschen, als du denkst. Und diese Menschen sind bereit, wie in meiner Geschichte,
dieses Geld dir zu bezahlen. Also solltest du niemals dir vorkommen, als würdest du, wenn du tausende Euro für deine Dienstleistung nimmst, jemanden betrügen. Denn das tust du nicht. In meinem Falle, ich bin Business Mentor, ich bin Storytelling Coach, ich bin professioneller Hypnotiseur. Was ich stifte an Wert und Veränderung und Transformation im Leben meiner Klienten und Klientinnen. Und durch diese Veränderung, durch diese Transformation erleben die unglaubliches Wachstum. Selbstverständlich kann ich, wenn ich jemandem mit der Transformation, mit der Veränderung, die ich ihr und ihm bringe, und er oder sie verdient durch mich 80.000, 100.000, schreibt ein Bestseller, wird bekannt, gründet einen genialen YouTube-Kanal, einen guten Instagram-Kanal und kriegt immer mehr Aufträge. Selbstverständlich kann ich dafür 15, 20, 30.000 Euro nehmen, weil ich das Zweifache, Dreifache, Fünffache, Zehnfache bewirke im Leben anderer Menschen. Also, das nächste Mal frag dich, was für ein Wert, was für eine Veränderung, was für eine Transformation bewirke ich mit meinem Talent, mit meiner Fähigkeit im Leben welchen Menschen? Denn wenn ich zum Beispiel, wenn du zum Beispiel irgendetwas in meinem Leben reparierst, irgendetwas in meinem Leben veränderst und mein Leben hängt davon ab, mein Verlust hängt davon ab und ich setze zum Beispiel im Monat 50.000, 100.000 Euro um und du verlangst dafür 5.000 Euro von mir, damit mein Geschäft, was zwei, drei oder eine Woche lang liegen bleibt, zack, wieder besser läuft oder ich meine 100.000 Euro, die ich verdiene, in die Hälfte der Zeit schaffe, selbstverständlich kannst du 5, 10, 20.000 Euro dafür verlangen. Und das bekommst du auch. Du musst nur wissen, wie du es verkaufst. Du musst nur wissen, wie du deinen Wert, was so genial ist, dein Talent, was so genial ist, kommunizierst. Und da kommt Storytelling ins Spiel. Und das behandeln wir in meinem nächsten Video, in den nächsten Geschichten. Vergiss wie immer nicht, dich mit mir zu verbinden. Beachte die Links, die ich unter diesem Video für dich vorbereitet habe. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video.